So, was wir aber auch schon rausgefunden haben bei mein Clone, was leider nicht so funktioniert wie bei Minecraft, ist Hühnchen. Ich sag nix. Okay, ist leider die Wellenbewegung. Das habe ich in anderen Welt, die ich privat ein bisschen spiele, auch schon festgestellt. Da habe ich zufällig einen Zombie-Spawner gefunden. Da wollte ich mir auch eine kleine Falle bauen. Und die Zombies da ein bisschen abtreiben lassen. Aber das Wasser treibt leider die Mobs nicht ab. Das ist ein bisschen schade. So, okay. Die Höhle haben wir erkundigt, die ist also erkundet, die ist also für die Tonne. Und wie gesagt, also hier wollte ich ja eigentlich einen Abtrieb haben. Ich bleibe mal stehen und ich werde halt nicht abgetrieben. Also, es ist halt einfach komplett für die Tonne dann im Endeffekt. So, das bringt mir persönlich gar nichts. Deswegen pfeift drauf. So, was wir jetzt machen ist, wir gehen auf eine kleine Erkundungstour. Wie steht die Sonne? Die Sonne geht unter. Da hinten ist die Eiswelt, da drüben ist. Dann müssten wir da lang laufen, oder? Wir können uns natürlich auch ein Bötchen basteln. Okay, also wir gehen jetzt noch nicht auf eine Erkundungstour. Wir gehen jetzt erst einmal. Wir können natürlich auch in die Höhle da hinten. Das ist eigentlich auch viel. Viel Kleverer. So, also wir bauen uns eine hübsche Mauer. Das sehen wir ja gerade. Ich würde mich gerade mal ins Bettchen schmeißen. Guten Morgen. So, und ich hoffe, wir sind vorbereitet. Ich würde dann jetzt nämlich darüber gehen. Da wollte ich ja eh noch einen Graben vor unsere Burg ziehen. Aber wir gehen jetzt erstmal nach da unten und da würden wir dann in aller Seelenruhe. Genau, hallo Creepy. Tschüss Creepy. So, dann würde ich da mal lang gehen wollen. Und dafür würde ich ganz gerne die Schaufel mal benutzen und dann die Spitzhacke. Okay, noch ein bisschen Schaufel. Noch ein bisschen Spitzhacke. Noch ein bisschen Schaufel. Monstrin? Nö. Spitzhacke. Das machen wir quasi so, wie ich es in meinem Test gemacht habe, um dieses Lavafeld rum. Wir graben uns einfach ein bisschen raus, damit wir da schön reinkommen. Zack, zack. Und die Höhle gut erkunden können. So können wir quasi schön den Wasserrand lang laufen. Schaffen uns quasi selber einen Weg um das Wasser drumherum. Wunderbar, dann würde ich hier vielleicht mal eine Fackel setzen. Ausgezeichnet, und dann können wir hier den Kies einsacken. Aber halt nur teilweise. Nur so weit, wie wir ihn brauchen, um das Wasserdings rumzukommen. So. Und ich hätte vielleicht noch ein paar Spitzhacken mir besorgen sollen. So, dann setze ich hier nochmal eine Fackel hin. Und
Hau hier noch mal ein bisschen Zeug weg. Du hast jetzt aber keinen Bock, mich anzuspringen, oder? So, dann würde ich hier mal ein bisschen Fackel hinsetzen. Okay, und das war auch schon diese Höhle. Da ist also quasi gar nichts drin. Gut. Haben wir trotzdem gemacht für die Erkundungstour. War gut und wichtig und auch richtig. Und dann würde ich mal einfach woanders weiterlaufen. Und mal schauen, wo wir hinkommen, wenn wir hier rüberlaufen. So. Wie gesagt, wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen die Gegend erkunden. Ja gut, da drüben gäbe es Höhlen, ne? Hier unten aber glaube auch. Da hinten ist schon wieder ein Creep. Nein. So. Dann können wir mal da den Rand lang laufen. Das Ufer, wir machen eine kleine Strandwanderung. Ah, da ist eine Höhle. Die nehmen wir doch jetzt. Habe ich noch eine Schaufel? Nein, natürlich nicht. Okay, wir bauen uns eine kleine Werkbank. Die setzen wir mal hierher. Dann würde ich mir doch glatt eine Schaufel bauen. Schaufel. Kopfsteinpflaster, genau. Eins. Zwei und ein paar Spitzhacken hätte ich auch gerne. Zack und zack. Eins und zwei, die werde ich wahrscheinlich brauchen. Und dann können wir eigentlich hier schon wieder weitermachen. Und das sieht für mich sogar schon mal richtig gut aus. So. Würde ich gerne mal hier reingehen, da ein bisschen Licht machen. Da ein bisschen Licht machen. Hier oben ist alles noch in Ordnung. Machen wir auch mal Licht. Machen wir lieber hier. So. Dann würde ich da rein. Okay. Hier ist einfach gar nichts. Das heißt, wir sammeln dich wieder ein und laufen weiter am Ufer lang. Da hinten, das sieht doch auch wieder nach einer Höhle aus. Ich bin gerade krampfhaft auf der Suche. Oh, ein Kürbis. Kürbis. So. Wunderbar, habe ich Kürbis habe ich, Kürbissamen habe ich keine. Okay, da würde wieder eine Schaufel mir Genüge tun. Und ein kleiner Fackelwahn. So, wie komme ich da runter? Wahrscheinlich indem ich hier mir einen kleinen Abstieg bauen. Okay, also hier nicht. Nein, so auch nicht. Ist bloß die Frage, komme ich dann hier wieder raus? Also ich will ja langsam nach da unten steigen. Okay, also da könnte ich es machen. Das heißt, hier noch nicht, sondern, also ich bin hier rein, hier rüber,
Dann würde ich dich nehmen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nächste Spitzhacke, bitte. 2, 3. 4. So, zack. Da wieder ein runter. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. 4. Wunderbar. Und ein runter. Ah, irgendwie klappt es mit diesem in diese Lücken fallen gerade nicht so richtig. So, 1, 2, 3, 4. Und ein runter. Und dann wären wir ja hier eigentlich schon wieder richtig. Da können wir dann da durch und da ein runter. Und dann würde ich hier ganz gerne mal ein Lichtchen haben. Da hinten ist jemand. Wer ist denn da? Ist da ein Skelett? Das sieht sehr nach einem Skelett aus. Ah, hier haben wir jetzt wenigstens eine hübsche Höhle, die wir ein bisschen ausleuchten. So, was wir hier natürlich machen müssen, ist, wir müssen uns einen Weg um den See rum basteln. Das heißt, die Fackel müsste hier hin. Und da hätten wir auch schon wieder Eisen. Und da hätten wir auch schon wieder einen Ausgang. Na komm. So. Gut, dann können wir hier noch ein bisschen rumtoben. So, dann würde ich da vielleicht noch eine Fackel hinsetzen. Zack. Wird's wieder dunkel. Sieht fast so aus, ne? So. Dann würde ich da hinten eigentlich das Eisen einsammeln, das ich da gerade im Boden habe liegen sehen. Wo ist es denn? Da vorne war es, ne? Und da hinten gibt es natürlich auch noch. Okay, das war genau ein Eisen. So, jetzt muss ich eine Kleinigkeit probieren. Moment. So, jetzt habe ich gerade eine Kleinigkeit probieren müssen. Der Vorkoster oder Verköstiger oder was auch immer. Nein! Aua! Gut. Dann können wir hier auf jeden Fall so ein paar Kiesdinge einsammeln. Und natürlich eine Fackel an die Wand hauen. So. Dann könnte man da hinten auch schon weitermachen. Hihi. So. Muss ich eigentlich schon was essen? Nö, noch nicht, ne? Ausgezeichnet. Dann hätten wir da auch noch einen Pfeil gehabt. Gut, der Rest hier ist einfach nur Kohle und dann würde ich da eigentlich sagen wollen, dass wir da mal weiter gucken.